Security or style? Perdóname, por favor. Thanks to the bulletproof from Rayfield, your only worry is getting stuck in Ich muss mit Evelyn Parker sprechen. Die ist gerade nicht da. Ist eine Weile her, wenn ich so darüber nachdenke. Weißt du, wo ich sie finden kann? Aber ich bin nicht ihr Babysitter. Frag lieber Judy. Gibt es noch jemanden, dem Evelyn sich vielleicht anvertraut hat? Sehe ich aus wie ihre Seelenklempnerin? Und wo ist Judy? In ihrer Bude? Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Aber mach hier keinen Ärger. Hast du mich verstanden? Was bist du denn für eine hässliche? Alter, was hast du für Augen? Was ist los mit dir? Wirst du zum Psycho oder was? Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das war's. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Du hast ja noch deinen Körper, oder? Mach was drauf. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also hab ich mir einen Puppenchip besorgt. Bin ins Cloud, aber die haben gerade nichts frei. Und jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. Ich investiere eben in mich. Hat trotzdem nicht gereicht. Bin angeblich unterqualifiziert. Oh. Und was sollen wir jetzt dagegen tun? Hab ich doch gesagt. Ich will nur mein Zimmer zurück. So läuft das nicht, Schätzchen. Bist du eine Mutter? Das ist natürlich was anderes. Lass gut sein. Ist ein Freund von Judy. Hast du den Bagulli fertig geraucht? Ja, heißt also zurück an die Arbeit. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so. Sie verdienen eine Chance. Könnte sich vielleicht... Wenn du es so mit Streunern hast, kümmer dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Was willst du? Hör mal. Hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen.
Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Du hast auch zu diesem Reinfall beigetragen. Der Überfall wäre gar nicht gelaufen, wenn du nicht an ihrem BD rumgepfuscht hättest. Ihr habt mich dazu getrieben, verdammt. Ihr beide. Das Ganze hat gestunken, habe ich von Anfang an gesagt. Du willst echt das Opfer spielen? Du hast nicht einen einzigen Kratzer abbekommen. Meinetwegen. Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Wie bitte? Ich bin mit einer simplen Frage hier. Du bist es, die mich verzweifeln lässt. Spar dir dein erhabenes Gelaber und sag mir lieber, wo sie ist. Okay, das reicht. Verzieh dich. Wenn's so dringend ist, geh ins Clouds und such da. Wo ist das Clouds? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Nimm's und geh. Megatower? Wie dekadent. Was ist das, Klotz? Ein Puppenhaus. Wird mir aber keine großen Chancen ausrechnen, wenn du nicht mal das weißt. Was weißt du überhaupt? Evelyn ist dort? Bist du dir sicher? Oder rätst du nur? Hab's im Kaffeesatz gelesen. Jetzt verzieh dich, sonst rufe ich die Mädchen. Moment. Ein Puppenhaus? Ist Evelyn eine Stammkundin? Eher eine Drohne. Klopper zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Der Streit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tigerclaw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber
Du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mox vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mox mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Wenn du das sagst. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Virtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Virtus wie Diamanten. Gut gesagt. Hab gehört, du hast gestern 50% Rabatt auf alles angeboten. Und doppelt so viel verkauft wie sonst. Das macht also plus minus null? Ja, aber Waren waren Müll. Hätte ich sonst wegschmeißen müssen. Interessiert nicht. Hört den Tiger Claws und du. Tu mir das bitte nicht. Bitte. Warum? Warum? Na nur meine Mutter. Verdammt, Gabui. Tu mir nichts. Ich will meine Tochter wiedersehen. Hörst du? Was ich habe oder nicht? Sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Was stimmt mit dieser Scheißgegner? Willkommen in Cloud, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Ist klar, dass Direct Links nicht sicher sind, oder? Die Malware könnte direkt in meinen Kern vordringen. Und ich sitze dann auf den Ripper-Kosten.
Wir brauchen ihre Kerndaten, um ihre Puppe zu finden. Also einen biometrischen Scan? Genau. Falls etwas schief geht, können Sie Beschwerde einreichen. Aber das ist noch nie passiert. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Verlegen Sie sich bitte. Sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kunde rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sehen. Was? Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Ich finde, Angel sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Angel erwartet Sie in Kabine 6. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Waffen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Danke. Traurig. Wir wünschen einen angenehmen Abend. Fick dich ins Knie, Johnny. Was war das denn jetzt? Das ist doch eine Falle. Was ist mit euch los, Leute?
Eine Waffe müsste ich doch jetzt haben. Ja, aber hallo. Träume ich das jetzt oder ist das jetzt gerade Wirklichkeit, was hier gerade abgeht? Das ist nicht so recht. Perverser sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Was geht hier eigentlich gerade ab? Nichts oder doch oder... Ich weiß es nicht, was hier gerade abgeht. .228 ist natürlich mehr. Kameras missfallen mir. Nein, bitte! Ich habe ein Kind!
Ich hab da mal eine Frage, also pass gut auf, okay? Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Weißt du, wo sie ist? Evelyn? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist weg. Sie hatte einen Unfall oder so und jetzt ist sie weg. Glaub ich. Jetzt hör mal auf zu zittern. Ich flehe dich an. Das reicht mir noch nicht. Hey, ich bin nicht... Ich meine, ich war nicht... Sie war mit Tom befreundet, okay? Frag ihn. Oder Woodman. Also Mr. Forrest. Er weiß bestimmt was. Wo finde ich diesen Woodman? Arbeitet er hier? Er beaufsichtigt die Puppen. Sein Büro ist im Hinterzimmer, ganz oben. Da darf aber keiner rein. Keine Sorge. Ich finde einen Weg. Das ist alles, mehr weiß ich nicht. Ich hab schon zu viel gesagt. Scheiße, wenn Woodman das rausfindet. Entspann dich. Meistens kann ich den Mund halten. Wieso ist Angel Mann? Habe ich mir auch nur den Falschen ausgesucht. Den wollte ich gar nicht haben. Schalten wir hoch in den Turbo! Schauen wir mal in den Spiegel. Wieder mit Glatze natürlich. Schalten wir hoch in den Turbo! Nee, ne? Scheiße.
Macht er mal ein Scharfschützenmodell? Schalten wir hoch in den Turbo! Tut mir nicht weh. Ich hab nichts getan. Entspann dich. Ich tu dir nichts. Ich will nur ein wenig reden. Wo ist Evelyn? Ich muss sie dringend sprechen. Es ist wichtig. Bist du sauer auf sie oder so? Nein. Weißt du jetzt, wo sie ist oder nicht? Sie ist nicht hier. Hab ständig versucht, sie anzurufen, aber keine Antwort. Hab gehört, sie kriegt einen neuen Gesichtschip in der Klinik in Osaka. Nein, warte! Oslo! Das war's! Osaka oder Oslo? Was denn nun? Oslo! Ja, definitiv Oslo. Hat Evelyn dir selbst gesagt, dass sie weggeht? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Woodman? Ist das der Typ, der sich um die Puppen kümmert? Warum fragst du, wenn du es schon weißt? Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese Scheißsituation bringt, träumen kann man ja. Die Schädel schwimmen in den Puppen. Blah. Die sollten die mal ersetzen. Die Waffe bringt gar nichts. Das nur mal so nebenbei. Die Schrotflinte bringt gar nichts. Was ist das denn hier? 211 immerhin. Harry Flint, was geht schon? Lass uns um Schichten tauschen. Alter, es wird nichts getauscht. Ach komm schon bitte, vergiss es, Mann. Sie ist immer eine scheiß Katastrophe. Echt schon?
Ein Junge ist von zu Hause weggerannt. Na dann suche ich ihn. Findest ihn vielleicht. Formsa. Ich weiß, wo er ist. Ich muss sagen zu meinen Eltern. Brauche Dollar, um die Skars zu bezahlen. Skars? Die Züge zerhacken in Scope, wenn ich nicht zahle. Ey, Alter, ich flehe dich an. Na gut. Hä? Was ist denn für eine Unsinnsgeschichte hier? Die kenne ich. Was ist das? Evelyns Jacke. Zerknüllt wie ein Taschentuch. Muss schon eine Weile hier liegen. Also ist das jetzt echt? Also ist irgendwas passiert und das ist eine Falle gewesen. Ja, Gott, check ich jetzt auch. Hätten sie mir da auch ein Virus reinscannen können, oder? Da haben sie es auch gemacht, die. Tiger Claws sind regelrechte Spanner. Beobachten ihre Puppen genau. Wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Tür gesperrt. Aufschließen. Was Schiss. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Was willst du hier? Ganz ruhig, entspann dich. Ich suche eine Frau. Ganz ruhig? Interessante Wortwahl für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat.
Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Bitte. So, nee, ich muss das nochmal von vorne machen. Bitte nicht. Weil dann wäre ich sauer. Aber so wie der schon lädt. Oh, weh. Ich stell hier die Fragen. Nimm die Waffe runter und fang an zu reden. Reiß dich zusammen. Waffe runter, habe ich gesagt. Das kannst du aber sowas von vergessen. Habe ich komischerweise keine Munition mehr. Nicht tödlich. Thank you.
Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Bist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Hat sie einen Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in der finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. 1, 2, 3, ich komme! Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Entropfen! Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Versprochen!
Oh, meine Fresse. Ja, ja, abspeichern nicht möglich. Ich muss ihnen jede Waffe zurückgeben, auch wenn ich es lieber nicht... Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Ich sag dir das, du Mistviech. ...240, 270 ist natürlich besser. Dann können wir die auch lassen. Aber... abbauen. Was abzubauen geht, das geht ja nicht abzubauen. Ah, was soll's. ...407... ...408! Ich werde wahnsinnig. 408? Das jetzt wollte. Erstmal sowieso. Aber 258 ist nicht viel.
Was haben wir auch nicht eher? Haben wir keine Sniper mehr? Wo ist meine Sniper? 207 ist ja lächerlich. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Ist das ein Seitensprung? Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich Heldin könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Mann, du hast voll recht. Meine Leute finden mich, wenn du mir was tust. Kam der Schuss her? Kam der Schuss jetzt her? Nicht abspeichern. Scheiße. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Was ist das?
Fresse. Was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Aber wozu? Für uralte Ideale? Oder persönliche Rache? Das musst du nicht wissen. Du sollst mich nur von A nach B bringen. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Netz unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerung gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Wenn du noch was zu sagen hast, dann sag's halt endlich. Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wieder am Bug, die Kippen von ihm, von dem Johnny, hängen in der Luft. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Was ist mit den Pillen? Blau und rot, ha? Huh?